Ich nehme Daimler S-Klasse, ich kann doch kein Fiat fahren. Ja. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg fährt einen Daimler, basta. Aber deswegen war es mein Anliegen, jedenfalls für die Balkanstaaten einen Ausbildungs- und Beschäftigungskorridor auszugestalten, damit die Menschen, wenn wir jetzt sozusagen beim Asyl da etwas stärker zumachen, wobei das Grundrecht für Asyl bleibt immer bestehend, ist eine klare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Aber wenn wir etwa jetzt die Verfahren da beschleunigen, oh Gott, jetzt rutscht mir schon die Hose runter. Ich werde den Verdacht nicht los, dass diese Herren das gar nicht wollen, dass hier konstruktiv und erfolgreich verhandelt wird, dann sollen sie es sagen. Und ich muss mal sagen, damit muss man jetzt mal endlich Schluss machen. Also entweder will man gemeinsam was machen, dann unterlässt man sowas, ja, öffentliche Angriffe auf andere Verhandler zu machen, oder man sagt gleich, man will das nicht haben, dann sollen sie es sagen. Aber das geht mal gar nicht. Entweder verhandelt man, dann verhandelt man und lässt pauschale Angriffe auf andere Seiten mal beiseite, und zwar radikal. Oder ich werde den Verdacht nicht los, dass diese Herren das gar nicht wollen, dass hier konstruktiv und erfolgreich verhandelt wird, dann sollen sie es sagen. Aber so geht's mal nicht weiter. Die machen das. Wie soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Aber die Leute sagen, ab 2030 kann man das alles machen. Das sind doch Schwachsinnstermine. Wenn mich einer fragt, erklärt sie mir mal, wie sie das machen zu dem Termin. Das kann ich nicht ansatzweise. Wie kann man denn so ein Zeug sagen? Ihr könnt es machen, macht es. Es ist mir egal. Dann seid aber mit 6% oder 8% einfach zufrieden. Ich war im Parteirat, habe ich 10-mal gesagt, und dort war es okay, könnt ihr so beschließen, seid mit 8% zufrieden. Dann jammert mich rum und lasst mich in Ruhe und macht euren Wahlkampf selber. Ihr habt immer nur irgendwas im Kopf, ohne dass ihr mal den Gesamtprozess seht. Liebe Buben und Mädler, heute lese ich euch mein Lieblingsbuch vor, Der Gryffalo von Axel Schäffler und Julia Donaldson. Dass Wissenschaft Fakten klärt, dass sie diese Fakten öffentlich klärt, dass wir seit dem ausgehenden Mittelalter ein System haben, wo jeder Wissenschaftler öffentlich nachvollziehbar das darlegen muss, was er erforscht hat, sodass es nachgeprüft werden kann von anderen, gehört zu den allergrößten Errungenschaften der Menschheit. Wir können uns nicht über Gefühle einigen, wir können uns auch nicht über unseren Glauben einigen. Da ist Toleranz gefragt. Aber worauf wir uns einigen können, ist, dass wir Tatsachen, Wahrheiten anerkennen. Und dann können zum Beispiel auch Parteien miteinander koalieren, die verschieden sind. Sonst wären es ja gar keine verschiedenen Parteien. Das ist immer schwierig. Aber im Letzten auf der Suche nach Tatsachen, Wahrheiten können wir das. Das heißt, es ist der Grundbestand der Demokratie, dass wir Tatsachen, Wahrheiten ernst nehmen und uns ernsthaft mit ihnen auseinandersetzen. Anders kann man überhaupt nicht regieren und anders kann man in einer modernen Welt überhaupt nicht sinnvoll leben. Schlagen wir uns zum Schluss mit Verschwörungstheorien und allem Möglichen die Köpfe ein. Und darum zeigt das bürgerliche Parteien aus, dass sie das machen. Und dazu gehören die vier. Und sie sind keine bürgerliche Partei, weil sie das ablehnen. Das Meisel ist im Wald rumgerannt. Der Fuchs hat denkt, das schnapp ich mir geschwind. Los, Meisle, komm mit in mein Bau. Es gibt Lenser und Spätzler und Most habe ich auch. Das sind die ganzen Unregelmäßigkeiten, die da passiert sind. Das ist allen wohl bekannt, die das erstmal ins Gerede gebracht haben, das Vertrauen entscheidend geschwächt haben. Und Tatsache ist, dass wir in unseren Städten zu hohe Schadstoffemissionen haben, dass wir seit vielen Jahren die EU-Bedingungen verletzen, dass dagegen Bürger klagen vor Gericht, und zwar erfolgreich,
und dass wir das Problem lösen müssen. Ja, da geht es um die Gesundheit der Bevölkerung. Und diese Gesundheit der Bevölkerung ist die Grundlage der Rechtsprechung. Und auch die Gesundheit der Bevölkerung ist auch dieser Regierung genauso ein Anliegen wie andere wichtige Ziele.